Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber reib dein Hähnchen mit Mayo ein. Vertrau mir. Ich weiß, dass das komisch aussieht, aber es hat wirklich eine Reihe von Vorteilen. Nicht nur, dass es auch noch viel besser schmeckt. Ein Vorteil ist, dass Gewürze daran perfekt anheften. Manche Leute machen das auch mit Butter oder Olivenöl, aber Mayonnaise bleibt an Ort und Stelle und die Haut frittiert in dem Fett von der Mayonnaise. Dann kommt das Ganze in den Ofen. Wie lange kann man nicht genau sagen, weil manche Teile sind ein bisschen größer, andere sind ein bisschen kleiner. Hauptsache ordentlich Hitze, 230 Grad und gib ihn. Nach ca. 15 bis 20 Minuten sieht unser Hühnchen wie folgt aus. Ihr seht, alles ist noch an Ort und Stelle. Probieren wir. Es ist richtig schön saftig, du schmeckst perfekt die Gewürze. Es ist wirklich die beste Art und Weise, Hähnchen im Ofen zuzubereiten. Und als kleiner Tipp, wenn ihr es noch knuspriger haben wollt, dann trocknet das Huhn ein bisschen ab, gebt Backpulver und Salz drauf und lasst es über Nacht im Kühlschrank liegen.